Wieder Unwetter im Norden und gleichzeitig werden Fluchtmöglichkeiten in den Süden kleiner. Spanien etwa droht wieder zum Hochinzidenzgebiet zu werden. Welche Folgen das für Urlauber hat, jetzt gleich in NDR Info. NDR Info, guten Abend. Gestern haben wir die Sendung mit einem ausgebüxten Känguru beendet. Heute beginnen wir sie mit einem entflohenen Nilwaran. Das Wetter. Kein schlechter Vormittag morgen. Viel Sonne, nur vereinzelt Wolkenfelder und das Ganze bei Tageshöchstwerten von angenehmen 22 bis 25 Grad. Am Nachmittag entwickeln sich Quellwolken, die teilweise auch Schauer bringen. Der Wind schwach aus südwestlichen Richtungen. Sonntag und Montag dann eher wechselhaft. Und das war der Tag im Norden und das war's für mich. Nach 10 Jahren und fast 2000 Sendungen, die ich moderiert habe, möchte ich noch mal etwas Neues beginnen. Wir werden uns an anderer Stelle sicher mal wiedersehen. Aber bitte bleiben Sie dieser Sendung treu. Susanne Stichler, die Sie auch seit Jahren kennen, wird hier für mich übernehmen. Aber viel wichtiger als wir, die hier vorne stehen, ist ohnehin das eingespielte Team dahinter, das jeden Tag versucht, das Wesentliche der Nachrichten für Sie herauszufiltern und zu zeigen. Nicht nur Überblick, sondern Durchblick zu geben, so wie ich es in der ersten Sendung vor 10 Jahren hier versprochen habe und wie es auch weiterhin sein wird. In diesem Sinne, ein letztes Mal von mir. Danke für Ihr Vertrauen. Tschüss.